Nur wenige Tage, nachdem Henry die Nachricht erhalten hatte, dass das Mutterschiff der Soxas zerstört worden war, ereignet sich etwas völlig Unerwartetes. Die Realität verschiebt sich plötzlich für Henry, ohne jegliches Vorzeichen. Vor ihm steht eine vollkommen unbekannte Spezies. Verblüfft und desorientiert tritt das Wesen näher. Henrys Gefühle fahren Achterbahn. Soll er sich verteidigen? Handelt es sich hierbei um einen Angriff? Schließlich entscheidet er sich dafür, passiv zu bleiben. Ich, Alana, vertrete unsere Gemeinschaft und spreche zu dir, Henry. Du bist ein Mensch, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit aufgestiegen ist. Ich verstehe deinen Wunsch, dein Solarsystem nach dem Angriff der Spezies QJK98-Zweo-Zweo zu schützen. Allerdings bedeutet die Art und Weise, wie du den Schutz für dein System sicherstellst, für viele andere den sicheren Tod. Der sichere Tod, das hatte ich nie beabsichtigt. Dessen bin ich mir bewusst, aus diesem Grund sprechen wir auch miteinander. Zwischen den Galaxien gibt es eine Barriere. Jede Baronium-Explosion schädigt diese Barriere. Sollte diese Barriere kollabieren, bedeutet das für viele Galaxien das Ende. Dann werde ich die Baronium-Minen recyceln, Sollst du dein Solarsystem schützen? Die Sokoliraner hatten die zwei niederen Spezies QYK-9822 auf ihrem Planeten kontrolliert. Leider haben sie einen Fehler begangen, der ihre gesamte Existenz gekostet hat. Wie haben die Sokoliraner die Tarax und Soxas kontrolliert? Zunächst musst du die Gebräuche dieser beiden Spezies in den Datenbanken der Sokoliraner nachschlagen. Ich weiß nur so viel, dass ihre Angriffslust mit dem Verlust ihres Planeten begonnen hat. Ich danke dir, Alana. Wegen den Baronium-Minen, ich werde mich sofort darum kümmern, dass sie beseitigt werden. Wie kann ich mit dir in Verbindung bleiben? Sobald du das Problem gelöst hast, werde ich mich bei dir melden. Du solltest darauf verzichten, für jeden alle Probleme zu lösen. Es ehrt dich, dies tun zu wollen. Jedoch zahlen die denen, du hilfst einen hohen Preis. Ich musste der Erde doch helfen. Das verstehe ich. Du solltest dir angewöhnen, unentdeckt zu handeln. Du hast deinem ehemaligen Planeten geholfen. Du hast ihnen einen Teil deiner Technik gegeben. Warst aber so weise, ihnen nichts zu geben, was missbräuchlich benutzt werden kann. Es ist Zeit, sie zurückzulassen. Dass sie lernen müssen, selbstständig zu agieren, zeigt das tragische Beispiel der Sokoliraner. Ich verstehe, aber es muss mir nicht gefallen. Das tut es nie. Nun geh zurück und löse das Problem. Erneut verschiebt sich für Henry die Realität. Als er wieder in seiner Realität ankommt, befindet er sich direkt bei Verena. Henry weiß, dass er jetzt eine gewaltige Aufgabe vor sich hat. Admiral, ist etwas passiert? Ich wurde soeben von einer fremden Spezies in ihre Realität geholt. Hat sie Ihnen etwas angetan? Nein, das nicht. Ich wurde aus einem guten Grund in ihre Realität geholt. Offenbar beschädigt eine Baronium-Explosion die Barriere zwischen den verschiedenen Dimensionen. Sollte eine dieser Barrieren brechen, würde das eine unvorstellbare Katastrophe bedeuten. Dann muss das Baronium-Minenfeld verschwinden. Was bedeutet, dass wir Patrouille fliegen müssen, um das Solarsystem zu schützen? Nicht ganz. Ganz so einfach ist es nicht. Das ist es doch nie. Ich nehme an, es gibt ein großes, aber... Die Sokoliraner haben die Tarax und Soxas kontrolliert. Nach ihrer eigenen Auslöschung sind die Tarax und Soxas erst zu dem geworden, was sie heute sind. Alana sagte mir, wir sollen die Datenbänke der Sokoliraner durchsuchen. Es geht um Gebräuche, die sie den Tarax und Soxas offenbar vermittelt haben. Ich beginne mit der Suche. Ihrer Körperhaltung entnehme ich, dass das nicht alles war. Damit hast du recht. Wenn wir das Problem mit den Tarax und Soxas gelöst haben, müssen wir die Erde verlassen. Alana ist der Meinung, wir würden sie zur Unselbstständigkeit erziehen. Was wiederum bedeutet, dass wir sie in der Entwicklung beschränken. Ich verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das sehr schmerzt, Admiral. Aber zunächst müssen wir uns auf das unmittelbare Problem konzentrieren. Ich habe etwas in den Datenbanken der Sokoliraner gefunden. Die Entwicklungsstufe der Tarax und Soxas war ähnlich der irdischen zum heutigen Zeitpunkt. Da die beiden Spezies damals schon äußerst aggressiv waren, haben ihnen die Sokoliraner die Möglichkeit gegeben, eben diese Aggressivität bei einer gefährlichen Jagd zu kompensieren. Nachdem die Sokoliraner verschwunden waren, haben die Tarax und Soxas lediglich ihre Technik annektiert. Dies erklärt auch, warum sich die Technik bei den beiden Spezies nie weiterentwickelt hat. Sie sind dazu nicht in der Lage. Wie passt die erbeutete Werft in dieses Bild? Die Tarax haben lediglich den letzten Bauplan der Sokoliraner nachgebaut. Durch die Erkenntnis, dass die Sokoliraner die eigentlichen Entwickler waren, fügen sich viele lose Enden zusammen.
Ich sehe sogar eine Parallele zur aktuellen Situation hier auf dem Planeten. Das ist das nächste Problem, das wir angehen müssen. Ich schicke ein Drohnenschiff los, das das Baronium-Minenfeld beseitigt. Da es keinen passenden Planeten für die Taraks und Soxas gibt, schlage ich Folgendes vor. Ich verwende die Daten der Sokoliraner, um einen Tempel der Jagd zu erstellen. Darin wird eine kontinuierliche Simulation erzeugt, in der sie ihren Jagdtrieb nachgehen können. Ich werde einen Originalfunkspruch der Sokoliraner simulieren. Dies ist auf jeden Fall glaubwürdiger, als würde der Tempel der Jagd kommentarlos auftauchen. Verena, das ist sehr umsichtig von dir. Genauso machen wir es. Während das Drohenschiff in den Dimensionstunnel eintritt und seine Reise zum sokoliranischen Nebel beginnt, ruft Henry alle aktiven Captains der Flotte zur Besprechung. Es geht um nichts Geringeres als das Verlassen der Erde. Aber hören wir selbst hinein. Ich rufe alle Captains zu einer Dringlichkeitsbesprechung. Ich hatte soeben Kontakt mit einer uns völlig fremden Spezies. Alana, so nennt sich die Vertreterin dieser Spezies. Ihre Spezies befindet sich offenbar seit langem auf unserem Entwicklungsstand. Mir wurde von ihr angetragen, die Baronium-Minen zu recyceln. Offenbar beschädigt eine Baronium-Explosion die fragilen Barrieren zwischen den Galaxien. Des Weiteren habe ich in den Datenbanken der Sokoliraner etwas gefunden, das uns wohl alle nicht gefallen wird. Durch unser gut gemeintes Verhalten gegenüber der Erdbevölkerung schädigen wir dennoch ihre Entwicklung. Dieser Meinung ist auch Alana. Deswegen habe ich beschlossen, dass wir uns zurückziehen werden. Und wie stellst du dir das vor, Henry? Wir werden nicht einfach bloß gehen. Wir werden ihnen sagen, dass wir uns um die Taraks und Soxas kümmern müssen, damit sie keine weiteren Angriffe mehr auf die Erde starten. In diesem Zug lassen wir unsere Rückkehr offen. Natürlich werden wir Sonden in vollem taktischen Zustand hier lassen. Ab jetzt gilt, wenn wir ein Volk treffen, das nicht auf unserem technischen Stand ist, werden wir versteckt eingreifen, wie auch immer dieses versteckte Eingreifen aussehen wird. Wir werden uns nicht mehr zeigen. Im Gespräch mit Verena sind mir Parallelen zu den Sokoliranern und Taraks sowie den Soxas aufgefallen. Wir würden quasi den gleichen Fehler erneut begehen. Admiral, ich befürchte, wenn wir uns zurückziehen, wird das Syndikat erneut aufleben und wieder beginnen, seine Macht auszubauen. Captain Turok, dessen bin ich mir bewusst. Aber auch dies ist eine Entwicklung, die Sie durchmachen müssen. Sie müssen lernen, dass der ständige Kampf untereinander Sie gegenseitig nur schwächt. Ich habe mir gerade das Memo von Verena durchgelesen. Ihrer Analyse nach sind die beiden Spezies von den Sokoliranern kontrolliert worden. Nach deren Verschwinden haben sie deren Technik annektiert und sind zu dem geworden, was sie jetzt sind. Und so gewalttätig wie manche Gruppen auf unserem Heimatplaneten sind, würde sich die Geschichte wiederholen. Wir kümmern uns darum, dass die Taraks und Soxas in ihrer Region des Universums bleiben. Und wir suchen uns dann eine neue Aufgabe. Während der langen Reise zum und dann in den sokoliranischen Nebel empfängt das Drohnenschiff die genauen Baupläne für den Tempel der Jagd. Als der Tempel der Jagd fertig ist, fälscht Verena eine Funkübertragung so, dass die Taraks und Soxas glauben müssen, es ist eine uralte Nachricht der Sokoliraner. Captain, ich empfange ein ganz schwaches Signal der Sokoliraner. Das kann nicht sein! Die Sokoliraner sind vor über 1000 Dorsek verschwunden. Captain, ich kann das Signal bestätigen. Es ist sehr schwach. Können Sie den Ursprung ermitteln? Sie kommt aus Quadrant Lorne 1. Ich gebe die Koordinaten an die Navigation. Pilot, setzen Sie einen Kurs.
Jawohl, Captain. Kurs liegt an. Dies ist eine automatische Nachricht. Wir sind die Letzten unserer Art. Für unsere Nachkommen ist dieser Tempel der Jagd. Wir konnten es nicht verhindern, dass unser Planet untergeht. Neugierig geworden, begibt sich das erste Soxas-Mutterschiff zum Ursprung der Funkübertragung. Noch während das Drohnenschiff seine Arbeit leistet, ruft Henry, Oberon, Sina und General Ross zu sich. Er muss ihnen mitteilen, dass die Flotte aufbricht. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Die Flotte wird umgehend aufbrechen und sich den Tarax und Soxas Verbänden stellen. Wir werden sie zurückdrängen in ihren Nebel und dafür sorgen, dass sie dort bleiben. Wann werden sie zurückkehren? Oberon, ich denke, das werden wir nicht mehr erleben. Ich habe doch recht, Admiral? Ja, General Ross. Allein schon durch die Zeitdilatation wird sich dies ergeben. Dann werden wir wieder das gleiche Problem mit dem Syndikat bekommen, wie wir hatten. Das Syndikat konnte nur so stark werden, weil sie nichts dagegen getan haben. Und dann war es zu spät. Sie dürfen einfach den gleichen Fehler nicht wiederholen. Trotzdem, danke für alles. Wir haben gelernt, dass es eine Zukunft für uns gibt. Sie werden die Situation meistern. Henry und seine Crews waren aus ihrer Sicht erst einen Monat unterwegs. Auf der Erde war jedoch durch die Zeitdilatation inzwischen mehr als ein Jahr vergangen. Die Bilder, die sie von den Speer-Sonden erreichten, sprachen eine deutliche Sprache. Die Erde war noch nicht bereit, es regierte wieder die rücksichtslose Habgier. Offenbar hatte Oberon es nicht geschafft, sich gegen das Syndikat zu behaupten. Verena erkannte sofort, dass diese Nachricht Henry schwer zu schaffen machte. Etwas musste geschehen, deswegen schlug sie Henry ihren eigenen Plan vor. Admiral, ich möchte Sie unter vier Augen sprechen. Ich bin unterwegs. Verena, worum geht es? Es geht um die letzte Übertragung von der Erde. Die Bewohner verfallen wieder in alte Muster. Ohne eine Korrektur, denke ich, werden sie noch viele Generationen in diesem selbstzerstörerischen Verhalten verharren. Ich bin ganz Ohr. Ich schlage vor, zwei unscheinbare biosynthetisch hergestellte Menschen in das Syndikat einzuschleusen, sodass sie nach einiger Zeit das Syndikat übernehmen und die Richtung in eine bessere Zukunft steuern. Wird das nicht auffallen, dass sie so alt werden? Wenn sie die Personen in ihrem Umfeld immer wieder verändern, könnten sie nach außen selbst ihre eigenen Nachkommen sein. Deswegen denke ich, dass dieses Vorhaben erfolgreich sein wird. Wie willst du sie etablieren? Ich schicke sie mit einem getarnten Drohnenschiff zur Erde. Bei ihren Fähigkeiten müssten sie in kürzester Zeit einen Platz im Syndikat finden. Was brauchst du dazu? Ihre Erlaubnis, Admiral. Die hast du. Vielen Dank, Admiral. Einige Monate später ereignet sich das Geschehen auf der Erde. Genauer gesagt in Heaven City, im düsteren Bezirk Chinatown. Hier treibt seit einiger Zeit eine kleine Bande ihr Unwesen und beklaut mit Erfolg das gefürchtete Syndikat selbst. Die beiden Abgesandten von Verena haben dem Boss des Syndikats davon berichtet. Als Beweis für ihre Loyalität wurden sie damit beauftragt, diese Gruppe auszuschalten und endgültig unschädlich zu machen. Der erste Schritt ist gemacht. Offenbar schert sich keiner um sie.
Verenas Agenten haben sich den Weg ins Syndikat geebnet. Die Zukunft wird zeigen, wie zügig sie vorankommen werden. Das erste Soxas-Mutterschiff kommt beim Tempel der Jagd an. Die Übertragung aus dem Inneren zeigte reine Begeisterung. Funkübertragungen riefen weitere Schiffe zum Tempel. Offenbar war dies der richtige Weg gewesen.